meiner großen. Ja, Ester Ledezka verzichtet damit auch auf die Abfahrtskugel, aber es bleibt nicht minder spannend. Im Gegenteil. Lauren Russ, die nächste Amerikanerin, sie findet den Tritt immer besser. Ja, hat eine Odyssee hinter sich nach der Verletzung an den Weltmeisterschaften in Ore 2019. Schwere Knieverletzung. Im letzten Herbst im Training schwer gestürzt. Das hat sie mitgenommen. Hat viel Selbstvertrauen gekostet. Genau diese Situationen sind dann einfach heikel. Aber sie traut sich jetzt wieder viel mehr, weil sie ist wirklich komplett verunsichert. Sie ist ihren Schwung. Ihren Schwung antriftet und jetzt gestern hat sie auf Instagram gepostet, dass sie sich das erste Mal wieder wie sich selber fühlt und wieder attackieren kann. Ja, und sie war ja kurz vor dem Rücktritt. Overall Standing, ein Blick werfen wir darauf. Ja, Lara Gutberami macht wieder Punkte gut im Vergleich zu Petra Vlhová. Achtung! Nein! Lauren Russ gestürzt. Die Amerikanerin. Sie hat einfach, schauen wir uns das an, wenig Führung. Oberschuka jetzt hier auch wieder und dann macht der Ski so ein bisschen, was er will. Wenn du natürlich so eine Grätschposition kommst und der Innerski greift, wie in dem Moment da passiert ist, kannst du auch gerne nichts mehr machen. Airbag geht auf, schon bevor sie aufprallt am Boden. Aber natürlich schon ziemlich frontale. As Reese Johnson.